zur Setzung von Widerstandsbewegungen. Das Programm Cointel Pro. Seit geraumer Zeit sieht man bei und in den verschiedenen Bewegungen und Demonstrationen in Deutschland immer mehr Versuche der Zersetzung und die Parallelen zur Stasi-Richtlinie 1/76. Was in dem Zusammenhang sehr interessant ist, dass es ein ähnliches Programm im Westen gab, und zwar in den USA von 1956 bis 1971. Dieses Programm des FBI nannte sich Cointel Pro und hatte das Ziel, Bürgerrechtsbewegungen und andere Gruppen zu diskreditieren, zu infiltrieren und zu zersetzen. Die beschriebenen Punkte zeigen allesamt große Parallelen zu Ereignissen der letzten Jahre auf. Die beabsichtigte Wirkung von Cointel Pro des FBI bestand darin, Gruppen oder auch Einzelpersonen, die die Beamten für subversiv hielten, zu entlarven, zu stören, in die Irre zu führen oder auf andere Weise zu neutralisieren, indem sie ihre Agenten vor Ort anwiesen, erstens ein negatives Bild der Zielgruppen in der Öffentlichkeit zu erzeugen, zum Beispiel durch die Überwachung von Aktivisten und die anschließende Veröffentlichung persönlicher Informationen an die Öffentlichkeit. Zweitens, die interne Organisation durch das Schaffen von Konflikten zu zerschlagen. Drittens, Schaffen von Zwietracht zwischen Gruppen, zum Beispiel durch die Verbreitung von Gerüchten. Viertens, Beschränkung des Zugangs zu öffentlichen Ressourcen. Fünftens, Einschränkung der Möglichkeit, Proteste zu organisieren. Sechstens, Einschränkung der Möglichkeit von Einzelpersonen, sich an Gruppenaktivitäten zu beteiligen, zum Beispiel durch Rufmord, Überwachung und so weiter. Laut dem Anwalt Brian Glick in seinem Buch War at Home setzte das FBI bei Cointel Pro 5 Hauptmethoden ein. Infiltration. Die Agenten und Informanten spionierten nicht nur politische Aktivisten aus. Ihr Hauptzweck bestand darin, die Aktivitäten zu diskreditieren, zu stören und negativ umzulenken. Ihre bloße Anwesenheit diente dazu, das Vertrauen zu untergraben und potenzielle Unterstützer abzuschrecken. Das FBI und die Polizei nutzten diese Angst aus, um echte Aktivisten zu diffamieren. Psychologische Kriegsführung. Das FBI und die Polizei setzten unzählige schmutzige Tricks ein, um progressive Bewegungen zu untergraben. Sie verbreiteten falsche Medienberichte und sie verbreiteten Fehlinformationen über Versammlungen und Veranstaltungen, gründeten Pseudo-Bewegungsgruppen, die von Regierungsagenten geleitet wurden und manipulierten oder bedrängten Eltern, Arbeitgeber, Vermieter, Freunde, Schulbeamte und andere, um den Aktivisten Schwierigkeiten zu bereiten, setzten massives Mobbing ein. Das FBI und die Polizei missbrauchten das Rechtssystem, um Dissidenten zu schikanieren und sie als kriminell darzustellen. Sie setzten staatliche Vorschriften in diskriminierender Weise durch und nutzten auffällige Überwachung, investigative Befragungen und Vorladungen, um Aktivisten einzuschüchtern und ihre Unterstützer zum Schweigen zu bringen. Erleben wir Cointel Pro auch heute in Deutschland?